Yo Leute, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Red Generations Nuzlocke Part Nr. 20, wenn ich mich nicht irre. Schon krass, schon 20 Folgen des Projekts, wow. So, wir befinden uns nach wie vor im Pokémon-Turm und ich habe, wie gesagt, das Team ein bisschen trainiert und zwar habe ich jetzt alle auf Level 30 gebracht. Außer natürlich den guten Jinzo, denn der ist Level 31. Es hat niemand eine neue Attacke gelernt, auch nicht Glutexo. Aber ich würde sagen, wir machen uns einfach mal weiter auf den Weg. Hallöchen, Skorgler. Ach ja, beim Training ist mir was aufgefallen. Und zwar, es gibt hier... Ich habe hier im Lavenderturm, oh, Pokémon-Turm trainiert, ne? Ich habe nicht nochmal ein Flume gefunden. Ich habe stattdessen nur so Sachen wie Skorgler gefunden, Elezeba, Dedenne, Caracoaster und Hasse nicht gesehen. Wir haben schon hart ins Klo gegriffen. Einmal, nur als wir reingekommen sind. Danach habe ich es nie wieder gesehen, dieses Pokémon. Das ist sehr merkwürdig. Yo, Kavalanza, das sieht echt krass aus. Das sieht cool aus, das muss ich sagen. So, aber mit einer Glut ist es Geschichte. Ach, Glutexo. Ich freue mich echt sehr über Glutexo. Ich kann es nicht anders sagen. Happiny, das war von Naira, ne? Können wir drinbleiben? Würde ich sagen. Und es einfach mit Fliegen ausnocken. Bam! Ciao, von Naira. Gut, das letzte Pokémon ist ein Sharpedo. Oh, zu Haido wäre so cool, ne? Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Neptun, es tut mir sehr leid, aber falls wir so ein Tohaido bekommen sollten, ne? Du bist raus. Ich meine das nicht böse, aber du bist raus. So. Energiefokus ist mir egal, Pinmissel würde ich einfach rausnehmen. Bam, easiest kill of Freehugs life. Warte mal, wieso ist Freehugs nicht auf Level 30? Da habe ich beim Training geschlampt. Mensch, Mensch, Mensch. So, was haben wir für ein Item? TM32. Die da ist... Focus Energy. Wo wir es gerade bei den Sharpedo hatten. Sehr gut. Weiter geht's. Ihr seid sehr creepy, Leute. Sehr creepy. Eine Dodri. Okay. Es sollte Glutexo aber hoffentlich hinkriegen. Quick Attack, wie viel Damage macht das? Ja, ne? Geht so. Das ist ein Two-Hit. Free-Hit, meine ich. Und wir kriegen den Burn. Das bedeutet, dieses Dodri stellt keine Gefahr mehr da. Okay, du kannst langsam mit dem Furienschlag aufhören. Danke sehr. Ach, Leute. Der nächste Arena-Alter wird dann Koga sein, ne? Oh Gott. Bin immer noch müde. Bin vor 2 Stunden erst aufgestanden. Wir haben 2 Uhr. Koga. Level 43 ist natürlich schon krass. Ne? Ich habe ja gesagt, den stärksten Pokémon ist auf Level 43. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Training-Session reinhauen müssen, wenn wir dagegen kämpfen. Aber naja. Bis dahin haben wir auf jeden Fall auch unser Glurak, Leute. Und da freue ich mich drauf. Aber Glurak hätte ich ja... Du kannst Bubble? Glurak würde ich halt schon ganz gerne in einem Part bekommen. Ja, Bubble killt uns aber nicht. Ist kein Step hinter und alles mögliche. Es macht Damage, aber das war's auch. So, Wiedersehen bis Kagott. Bam. Level 31. Wann haben wir eigentlich Flammenwurf? 35 oder... 34 lernt es das doch, oder? Ich meine so in den Dreh. Okay, Platz mehr für Items. Okay, dann werfen wir eben... Max Revive können wir wegwerfen. Wo ich glaube, den hätte man gut verkaufen können, ist egal. TM33. So, jetzt haben wir aber erst noch mal im Kurs Glutexo. Und dann schauen wir mal. Was ist TM33, Leute? Es ist... Geduld, schon wieder. Das dritte Mal oder so schon, dass wir die TM bekommen haben. Oh, Mann. So. Ich glaube, kriegen wir auch noch Items? Nee, ich glaube nicht. Jetzt kommt nämlich das Knogger des Todes. Und es ist ein... Ach ja, erstmal kommt der Geist. Und jetzt enttarnen wir ihn mit dem Silphscope. Und es ist ein... Alabis. Wieso steht da Charmeleon? Das ist kein Glutexo. Es ist ein verdammtes Alabis. Und es setzt Smokescreen ein? Oder ist nur der... Das ist aber auch das Moveset von dem Glutexo. Das bedeutet, du könntest Glut haben. Es ist ein Glutexo, aber der Sprite von einem Alabis. Warum? Es ist ja ein Glutexo. Hä? Was ist denn mit dem Sprite los? Hätte dieses
alle bis jetzt Glut eingesetzt sind. Boah, wäre das unfair gewesen. Sehr effektiv. Hä? Was sollte das? Was Bescheuertes. Der Geist dieser der rastlosen Seele von Tragosses Mutter hat sich beruhigt. Es ist nun endlich ins Jenseits übergetreten. Es ist so deep, dieses Spiel, ne? Und eigentlich so gar nicht für Kinder ausgelegt, zumindest dieser Teil des Spiels, wie ich finde. Aber so gut! Ah, ich liebe den Pokémon-Turm und allgemein Lavandia und alles drum und dran. Herrlich. So, klatschen wir Team Rocket kaputt und befreien Mr. Fuji. Ich glaube, von dem habe ich kein einziges Wort bis jetzt geredet, oder? Ach ja, Erika ist wieder da. Sehr schön, kriegen wir wieder Geld. Blissey und EP. Ah, schön. Ich frage mich, wird ein Hyperbeam reichen? Was soll's? Was soll Blissey mit... Softboy, nein. Kill es, bitte. Please. Yes. Halt Heilraum und seine nicht vorhandene Death. Und wir erreichen Level 30. Und da wir jetzt ein Pokémon gekillt haben, können wir auch drin bleiben. Rock'n'Roller. Was ist Rock'n'Roller? Natürlich ist es ein Teasing. Wir können nämlich hier drin bleiben, denn wenn wir mit Hyperbeam ein Pokémon killen, dann müssen wir uns nicht aufladen. Warum auch immer, aber ich finde es ziemlich cool. Oh, meine Nase juckt. Die. Yes, wir haben 5-mal getroffen, glaube ich, oder? Ich glaube, es waren 5-mal. Ich habe gar nicht richtig gesehen. Kanivana ist das letzte Pokémon. Kanivana sieht auch so cool aus. Seien wir mal ehrlich, die beiden Pokémon sehen ziemlich gut aus in dem Spiel. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir nochmal ein Sharpedo oder so als Encounter bekommen. Ich würde es mir instant ins Team holen. Es sieht einfach so gut aus. Gut, 2400 Pokédollar. Ich werde das nicht vergessen. Gut. Der nächste Team Rocket-Rüpe, bitte. Erika. Ein Glammeo. Wie viel Schaden macht eigentlich Zerschneider? Okay, nach dem Heuler nicht so viel. Aber wie viel Schaden macht das überhaupt? Ah, okay, können wir weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob sie das so viel tut mit Pin-Missile oder Cut. Boah, diese Multi-Attacken, ne? Vom Gegner finde ich die ja ganz furchtbar. Es dauert immer so ewig. Dun, dun, dun. Gib mir jetzt mal auf Pin-Missile. Ach Leute, was steht denn heute noch an? Heute ist Samstag. Das heißt, heute ist der 19. Dezember. Und ich werde heute in Star Wars gehen. In Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ob der Film diese unglaublich hohen Erwartungen, die an ihn herangetragen werden, ob er erfüllen kann. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich bin ein riesen Star Wars Fan, für die das nicht wissen. Ja, was muss ich noch machen? Ich muss nach dem Video hier muss ich noch ein bisschen Mario Maker aufnehmen. Mario Maker und Duellturmkämpfer. Der Duellturm, der soll ja endlich mal an den Start gehen. Aber ich habe ja jetzt demnächst wieder Ferien. Das bedeutet, da wird dann definitiv mehr Zeit rein investiert. Leute, das wird cool. So, Pokémon sind nur dazu da, Geld zu machen. Los, halt dich aus unserem Geschäft raus. Ein netter Typ. Oder auch nicht. Du wirst niemanden retten, Kind. Abwarten, mein Freund, abwarten. Das ist so cool, dass die alle Erika sind. Ziel. Ah, genau. Europe. Kannst du auch Heuler? Nein, kannst du nicht. Sehr gut. Oh, wir flinchen. Oh, du kannst doch Heuler. Oh. Das dauert immer so lange. Mach einfach noch eine Pillenmiste und hoffen, dass wir es 5-mal treffen. Oder critten, come on, please. 2-mal noch. Was? Wieso kannst du... Oh, du kannst einfach rest. Ist dein Ernst? Alter. Seriously? Okay, darauf habe ich keinen Bock. Los, Chomper. Hau's einfach weg. Ah, Chomper ist so cool. Ich wette, die Leute sind jetzt alle zufrieden, dass Geowatz tot ist und Ramaidon da ist. Ganz sicher. So. Ich habe das ja auch lang genug geteasert, ne? Jellicent. Ich habe keine Antwort auf Jellicent. Ja, muss ich in Jinso gehen. Ach ja, stimmt. Ja, der creepy Apokalypse-Bite. Ah, wobei ich meine, du hast eine gute Spätzle, ne? Ah, okay. Tu it. Und du bist verwirrt, aber natürlich kommst du durch. Warum solltest du das auch nicht? Nightshade stecken wir gut weg. Ist ja immer 23 KP. Auf Wiedersehen, Jellicent. Und das letzte Mon von dir ist ein... Metang. Nein, Metang. Haben wir Metang schon mal gesehen? Alter, dieser Blick.
Dieser Blick, es macht mir voll Angst. Vom Text und mach es weg. Dieser Blick so, I'm gonna kill you. Gott, das ist gruselig. Und ein Lilie zum Schluss, okay. Es ist kein One-Hit. Auch kein Twist. Aber es wird schon klappen. Charma ist der Boss. Doch, ist ein Twit. Ah, sag ich doch. War nur ein Test. So, Erika ist besiegt. Ich meine, der Rocket-Rüpel, kurz Roppel, genau, ist besiegt. Damit kommst du nicht durch. So. Mr. Fuji, wir haben sie gerettet. Du kommst, um mich zu retten? Danke, aber ich bin ja aus meinem eigenen... Was? Ich bin ja aus eigenem Willen hergekommen. Ich bin hergekommen, um die Seele von Dragosses Mutter zu beruhigen. Zu beruhigen. Ey, sprechen. Please, danke. Ich denke, Knoggers Geist ist nun ins Jenseits fortgegangen. Ich danke dir, Kind, für deine Hilfe und für deine Sorge. Komm zu mir nach Hause. Dem Pokémon-Haus am Fuß des Turms. Ah, gut, ich muss ja nicht selber hin. Tim! Woher kennst du meinen Namen? Dein Pokédex. Was? Dein Pokédex wird vielleicht versagen ohne die Liebe für deine Pokémon. Ich denke, dies wird dir auf deiner Quest helfen. Oh, ich muss erst Platz machen, das darf doch nicht wahr sein. So, weg damit. Jetzt gib mir das. Wir haben die Pokémon-Flöte bekommen. Die Pokémon-Flöte, die Flöte, wollte ich sagen. Ey, Mann, ich kann halt voll nicht reden. Das ist gerade mal der dritte. Das ist jetzt der dritte Part, den ich in dieser Aufnahmesession aufnehme. Und ich kann schon nicht mehr reden. Das ist keine gute Quote. Auf gar keinen Fall. So, warte mal. 22 war, Dingens. Genau, Dingens. Hydropumpe. So. Das Eisen verkaufen wir noch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt wieder zurück nach Prismania City. Da war ich im letzten Mal deutlich, da. Und, gehen dann Richtung Fuxania City, Leute. Oh, der Schutz hat aufgehört zu wirken. Habt ihr das gesehen? Als der Schutz hat aufgehört zu wirken, wieder das Charaktermodell von der Schwester Joy da irgendwie rumgebackt hat. Oder habt ihr mich das gesehen? Das sah sehr merkwürdig aus. Naja. Die war plötzlich irgendwie da links im Bild. Keine Ahnung. So, wir können jetzt mal Fahrrad fahren. Habe ich noch nicht gemacht, auf jeden Fall, glaube ich, hier die coole Musik wegdrücken. Aber wir brauchen das Fahrrad halt sowieso. Ui! Irgendwie sieht unser Kopf so platt gedrückt aus, auf dem Fahrrad sitzen, wie so ein Bote. Der Pokémon-DHL-Dienst. So. Relaxo. Du bist ja auch gerandomized, allerdings bist du ein Static Encounter. Das bedeutet, theoretisch dürfen wir dich auch fangen. Static Encounter. Hätte Knogger als Static Encounter gezählt? Eigentlich schon, ne? Habe ich das ganze Geld für Lutex so rausgeballt, aber es hatte ein Alabis-Sprite, das war sehr merkwürdig. Naja, wir dürften uns theoretisch Relaxo fangen. Als Static Encounter. Ich habe unter der Musik eher wieder einschlafen, aber ist okay. So. Relaxo ist aufgewacht, es greift dich an! Und es ist ein Schnurrgast. Hätten wir. Naja, wir hätten die Vorstufe als Starter gehabt. Will ich einen Schnurrgast haben? Ich werde es versuchen zu fangen. Man kann ja nicht wissen. Wobei ich sagen muss, der Sprite sieht schon ziemlich cool aus. Seien wir mal ehrlich. Der Sprite sieht echt nicht schlecht aus. Das Schöne ist halt auch, normalerweise hat Redux sogar hier Rest und so eine Kacke. Das bedeutet, es ist echt nicht einfach zu fangen. Aber das sollten wir hier schaffen. Ich glaube, einen Tackle tankst du noch, oder? Vor allem nach dem Heuler, ja. Wenn wir jetzt nicht critten, dann überlebst du noch einen Tackle. Ganz easy. Natürlich quitten wir. Komm schon, Tentantel, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, okay, gut. Redaxo ist jetzt. War jetzt auch nicht so wichtig, ne? Sagen wir mal ehrlich. Außerdem kommen wir gleich schon die nächste Route, von daher. Kriegen wir hier noch irgendwas? Was hast du gerade gesagt? Oh nein. I'm going for a ride with my girlfriend. We're going riding together. Ihr reitet also zusammen. Das lasse ich unkommentiert. Gut, ab zum Fahrradweg. Ach Gott, hier werden wir auch wieder... Oh, nee. Das werde ich aber spielen. Hier sind so viele Trainer, Leute. Siegfried? Holy shit. Die Biker sind einfach Siegfried. Ja gut, kann man mal machen, ne? Cut.
und tackle. Helgieren, da bleiben wir drin. Bam. Jetzt will ich mal gehen, wie viel Geld kriegen wir dafür? Erstmal kriegen wir Level 31 für Free Yaks und wir kriegen. Boah, 2800 Poké-Dollar. Da klatsche ich die alle für weg. Ein Volnona, okay. Los, Neptun. Bam. Ja, ich will eigentlich so nicht speeden, aber seien wir ehrlich, bei den Kämpfen hier. Es sind halt auch so viele, ne? Ich will jetzt nicht wieder zwei Parts nur mit Trainer-Bashen verbringen. Oh, das war wieder ein Team Rocket-Rüpe. Ist komisch. Aber das ist wieder Siegfried. Ach, es sind zwei Trainerklassen, oder? Biker und noch irgendwas wahrscheinlich. Quillfish, okay. Was haben wir gegen Baldorfisch? Wir haben Jinzo. Bam, auf Wiedersehen. Und ein Growlithe. Los, Neptune, Battle Bean. Läuft doch. Oh, das Geld, ne? Ist so Hammer. Wir werden uns einfach demnächst davon so viel Zeug kaufen. Du machst Damage. Und du hast auch nicht gerade irgendwie wenig. Warte mal. Super Potion. Okay, jetzt aber. Pin-Missile. Okay. Ich will halt nicht so krass speeden, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie dann was verkacke. Aerodactyl von Siegfried. Nein. Nein. Ganz schlimme. Ganz schlimme Flashbacks an die feuerroten Aslock. Wing Attack, okay. Du hast keine Antikraft. Antikraft gab es hier, glaube ich, noch gar nicht. So, ich heile mich nochmal gegen. Oh Gott. Aerodactyl. So. Agility. Smoothset stimmt ja. Fast. So. Wing Attack tanken wir noch. Bubble Beam. Ist aber kein One-Hit, weil du zu hoch gelevelt bist. Denke ich. Ja. Okay. Aber ist in Ordnung. Okay, Agilität auf Wiedersehen. Aerodactyl. Hauptsache, wir kriegen wieder Geld. Hat Tentantel eigentlich immer irgendwann wieder was gelernt, nachdem es Nano-Rakete gelernt hat? Das ist furchtbar. Tu mal Glutex wieder nach vorne, weil Glurak wäre schon nice, ne? Wäre schon nice, Leute. Seien wir mal ehrlich. Es kommen. Oh, jetzt kriegen wir. Können jetzt eigentlich gleich eine ganze Menge Pokémon fangen. Es kommt unten hier noch eine Route. Ich glaube, es sind sogar zwei Routen. Dann kommt Fuchsania City selbst, die Safari-Zone. Und daneben kommt noch eine Route, wo wir auch die neue Angel bekommen und alles. Also, ich denke, vielleicht werde ich im nächsten Fall nochmal wieder ein paar Fragen beantworten oder so, weil wir werden, ja, vielleicht nicht im nächsten, aber übernächsten, weil wir werden bald wieder sehr viele Trainer clashen. Das ist ja immer so, ne? Seien wir mal ehrlich, das ist halt nicht so spannend. So, gegen die Denne. Oh, es ist so süß, guckt euch an. Ah, es ist so knuffig. Ich find's großartig. Nein, es hat uns paralysiert, dieses dumme Stück Scheiße. Ich meine, es ist so knuffig. Donnerstock macht nicht viel. Und ein Alabis kommt noch. Go Free Hugs, ist es wirklich ein Alabis oder ist es Glutex? So, man weiß es nicht. Hyper Beam, go. Biss ist neutral, speziell, aber macht kein Damage. Aber unser Hyperstrahl wird dich vernichten. Hoffe ich. Und reicht das? Natürlich reicht es nicht. Was denke ich mir auch dabei? So, Cut. Hör auf, mich anzuschreien, Alabis. Da reagiere ich ganz empfindlich drauf. So, auf Wiedersehen. Metagross. Jetzt bin ich gespannt. Metagross. Ach ja, Metagross hatten wir ja schon mal gesehen. Ganz am Anfang, stimmt. In den ersten 5 Parts oder so. Im Mondberg, glaube ich, war das. Hatten wir ja schon mal Metagross gesehen. Sieht nicht schön aus, wie ich finde. Es sieht so... Ist jetzt Bodycheck ein und trifft? Was? Eine Lüge. Sieht, sieht voll komisch aus. Als wäre es irgendwie so ein Karton. So richtig eingequetscht. Finde ich nicht so hübsch. Muss ich leider sagen. Aber gut. So, ich denke, einen Kampf machen wir noch und dann, oh. Hier ist schon die nächste Route. Da würde ich sagen, der Vermeint, fangen wir uns ein neues Pokémon, Leute. Encounter. Nach dem Kampf. Ein Detarking. Oh, da würde ich vorsichtig sein. Freeax. Weil Detarking ohne die Fähigkeit ist so stark. Amnesia. Alter. Yo, beruhig dich, mein Freund. Beruhig dich. Okay, das macht aber nicht viel Damage. Das ist gut. Oh, wir machen aber auch kein Damage. So, einfach nur, damit du nicht irgendwelche komischen Faxen machst, heile ich mich mal eben. Dann gehst du wieder auf Amnesia. Yo, hör auf, deine Spitzwerte zu boosten. Wir machen aber auch gar keinen Schaden. Ich hätte gerne einen Kampf-Pokémon. Hatten wir schon mal eine Kampfattacke? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir hatten noch keine Kampfattacke. Das war ein Crit, sehr gut. Wenn du jetzt Rest oder so hast, ne, dann heule ich. Okay, gut. Spam weiter im Nische, das bringt dir ja nichts. Das finde ich gut. Wir werden dich einfach mal zerstören. Ich hoffe, du kriegst wieder EP. Oh, jetzt kommt der Kratzer zum Abschluss, ne? Sehr gut. Sehr gut, das lief doch gut.
Aber den Encounter würde ich gerne noch fangen, diesen Part. Und noch ein Gastrodon, okay. Ja, bleiben wir einfach drin, würde ich sagen, ne? Hallo, Gastrodon. Kannst du mittlerweile mal irgendwas anderes? Body Slam hast du gelernt, oh krass. Trotzdem. Wobei, wir können ihm noch Hydro-Pumpe beibringen. Gastrodon wäre eigentlich schon ganz cool, ne? Seien wir mal ehrlich. Härtner! Ja, das kann unser auch. Aber Simon ist halt auch cool. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin paralysiert. Nein! Okay, bitte. Na, komm schon. Dieser Furz von KP, ne? Meine Güte. Weg damit. Bam. Gut. So, hätten wir das geklärt. Kriegen wieder ordentlich Asche. Oh, schön. Und unser Encounter, Leute, endlich. Unser Encounter ist ein... Hakelo. Oh, ich wünschte, ich hätte Flummel gefangen. Dann würde jetzt nämlich die Dupes Claws greifen und ich müsste das hier nicht fangen. Och man. Wobei der Sprite echt cool aussieht, muss man ja schon dazu sagen, ne? Ah, aber Kakedo ist halt nicht so das coolste aller Pokémon, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ein Pfund. Oh ne, ich wollte Pokéball werfen, danke. Pokéball, los! Ja, 20 Pokébälle, über 20 Superbälle. Ja, es sollte funktionieren. Werf halt mal direkt einen Superball. Meisterball, nein! Einfach so wasten für so ein Kakedo. So, aber wir haben es gefangen. Und Krakelo macht ja immer Krach, ne? Und schreit die ganze Zeit nur rum. Deswegen nenne ich dich jetzt so, wie auch Minecraft Wumms heißt, auf Oras. Und zwar folgendermaßen. Und Periot. Hinterfragt es nicht. Gut. Ah, es ist ärgerlich. Ich hätte gerne was anderes gehabt. Naja, egal. Wir haben ja noch ein paar Routen und die werden wir im nächsten Part abklappern. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge der Pokémon Red Generations Nuzlocke. Oh, habe ich voll gefailt am Ende. Und Kiesling, nice. So. Wie gesagt, das war's mit der heutigen Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut raus. Ciao!